Jetzt einfach nochmal den MG-Modus. Gucken wir mal. Ja, klar. Willst du mich verarschen? Die können mich von hier hinten verzaubern. Ja, aber klar doch. Was ist das denn für eine... Lol. Cool. Was hat der denn da? Das ist ja krass. Die können mich von hier hinten verzaubern. Das ist aber echt übel, ne? Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Garden Warfare 2 und ich kriege hier schon auf die Schnauze. Also aber nicht sogar, dass ich, wenn ich rauskomme, direkt auf die Schnauze kriegen kann. Das ist aber nicht so schön. Ja, ich nehme mal ein, zwei Folgen mal ohne den Tuber auf, weil dadurch, dass ich leider zwei, drei Mal gefailt habe beim Aufnehmen durch mein OBS, habe ich mir überlegt, muss ich irgendwie dem Ganzen... Muss ich hier wenigstens so ein bisschen nachholen was? Wissen was nachholen? Boah, gegen die Rose hast du keine Chance. Nichts als Rosie! Scheiße! Ich heute mal zocken wollte. Sowieso, die Rose ist ja total OP, wie ich schon letztens mit dem Tuber festgestellt habe. Die ist ja wirklich sehr OP, die Rose. Müssen wir echt mal gucken, was wir mal gegen die machen können. Aber ich gehe jetzt gleich einfach mal ins MG und dann gucke ich mal, wie ich die wegrotzen kann. Da der Ingenieur jetzt das MG hat. So, siehst du, vielleicht kann das dann gehen. Der ist auch weg. Der Schnapper ist, glaube ich, gestorben. Das heißt, wir können mal gucken, ob wir vielleicht einen Teleporter gebaut kriegen. Weil wir hier echt unter Beschuss stehen. Teleporter ist nicht wirklich geil gesichert. Guck mal, man kann den wirklich nicht, aufbauen. Ah, scheiße. Man kann ihn wirklich nicht aufbauen, weil er nicht wirklich geschützt ist. Das ist scheiße. Er ist ganz offen am Stehen. Das heißt, irgendwie müsste man es mal einrichten, dass der was geschützter wäre. Ansonsten hast du hier wirklich leider ein paar Probleme. Wir sind auch ein bisschen wenig hier in der Runde drin. Ich nehme ein bisschen spät auf. Oh, nix da, mein Lieber. Das kann aber nicht wahr sein hier, dass die uns hier so zusetzen, die Kollegen. Jetzt einfach nochmal den MG-Modus. Gucken wir mal. Ja, klar. Willst du mich verarschen? Die können mich von hier hinten verzaubern. Ja, aber klar doch. Was ist das denn für eine... Lol. Cool. Was hat der denn da? Das ist ja krass. Die können mich von hier hinten verzaubern. Das ist aber echt übel, ne? Das ist aber echt verdammt übel. Das Ganze. Ah, sehr gut. Superbrains hat den mal kalt gemacht, den Kollegen. Jetzt einfach mal mein Glück hier im Garten. Boah. Ach, schon übel, der Rosie. Der macht schon Schaden, so ein bisschen. So, und wir nehmen endlich mal ein bisschen ein hier. Und leider bin ich schon wieder tot durch eine Rose mal wieder. Rose sehr, sehr OP. Also, finde ich wirklich fast schon die stärkste Klasse irgendwie so momentan. Ich wechsle mal gerade auf was richtig Gutes. Ich wechsle mal gerade ein bisschen auf den Super-Commando. Mal gucken, ob wir... Weil ich will mal weiterkommen. Ich will mal weiterkommen wie den ersten Garten. So, deshalb müssen wir mal gerade was rausholen, was wirklich verdammt gut ist. Deshalb gucken wir mal gerade, wie wir mit dem Ding jetzt zurechtkommen. Mensch. Wir haben irgendwie auch so ein bisschen die Schussart von dem geändert, ne? Ich habe jetzt zwar nur noch drei Schüsse. Das stand halt, das weiß ich gar nicht. Das wäre auf jeden Fall nice. Nein, wir haben hier noch nichts getroffen. Mal einfach ein bisschen sorgen, dass wir mal hier so ein bisschen Stunk machen. Ja, Z4-Armus-Schütze ist immer noch böse. Kannst du sagen, was du willst. 250 haben wir noch. Es ist einfach so Wahnsinn, ne? Was für ein Schaden diese scheiß Rose fährt, ne? Es ist der Oberhammer. Das ist echt der Oberhammer hier. Weg mit dir. Mal aufpassen hier. Hier die Rose ausschalten. Aber wo alle wieder auf die Rose jetzt gehen, ne? Ist der Shit, ohne Witz. Der Shit, wie sie alle auf die Rose jetzt direkt gehen, ne? Es ist wirklich die neue Noob-Klasse, habe ich das Gefühl.
Weil man halt damit was wegholt, ne? Es ist so ein bisschen schade eigentlich, dass es so ist. Ich hoffe, dass die wirklich noch was dran ändern werden an der Rose, weil für mich ist die Rose viel zu stark, weil sie viel zu viel Schaden einfach fährt. Man sieht, die Leute wechseln halt ständig immer auf die Rose. Und das Schild zerstören? Ja, guck mal, man kann das Schild zerstören. Sehr cool. Ja, und ich hätte ja mal eine Frage an euch. Ihr könnt es mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, hoffentlich habt ihr es bemerkt, dass sich so ein bisschen das Design auch verändert hat auf meinem Kanal. Deshalb wäre die Frage nämlich an euch, wie gefällt euch das Design? Ja, und da ist wieder Rose. Alter, ey, die haut mir so übel rein. Das ist der Oberhammer, ne? Jetzt hat mich die kleine Rose von hinten gekillt. Die hat mich auch noch abgeknallt. Ey, also Wahnsinn, was die Rose an Schaden fährt. Vor allen Dingen, es ist halt in meinen Augen auch sehr unfair. Weil die kann ja wirklich... Vor allen Dingen hat die Eisrose... Ich hab's ja schon gesehen. Stirbt aber auch nicht, ne? Miese Fotze. Stirbt, du Sau. Kann doch nicht wahr sein hier. Vor allen Dingen, was ich so ein bisschen unfair an der Rose finde... Genau das, was sie gerade getan hat, die Eisrose. Die friert mich ja wirklich instant ein, wenn sie mich trifft. Und das ist der Hammer. Also diese Eisrose auch, es ist der Shit. Das ist echt der Shit. Also ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass die Rose so derartig stark sein soll. Gegen alte Klassen. Das ist echt nicht schön. Wisst ihr, jetzt macht sie ihre Arcane-Explosion. Killt mich damit schon fast. Also, mal ganz ehrlich, die ist sehr, sehr OP, die Rose, wenn du mich fragst. Mal, jetzt ist sie endlich mal tot. Ist endlich mal gestorben, die Eisrose. Ist der Wahnsinn. Wie lange die überlebt hat. Also, ich sehe da jetzt kein Land wirklich langsam so gegen die. Wenn ich mir das überlege. Sonst hatte ich mit dem Z4-Ambus-Schützen eigentlich sonst nie Probleme mit irgendwie. Aber so ein bisschen gerade ist... Guck mal, sie hat mich wieder komplett eingefroren. Ist der Hammer. Er hat nur einmal ihren Schuss aufgeladen. Es ist der Hammer. Ich komme nicht durch. Neuen Klassen sind derartig overpowered, finde ich. Du hast mit den alten Klassen schon keine Chance, wirklich, wenn du mit den alten spielst. Du musst eigentlich eine neue Klasse spielen. Aber man hat es ja gerade gesehen, mit dem Road Z war das auch jetzt nicht gerade so geil. Geht natürlich besser. Wir haben keine Pflanze im Garten. Das finde ich irgendwie ziemlich dumm. Das ist ein Citron. Da muss man sich auch echt gewöhnen. Da muss man sich echt dran gewöhnen, dass man, die lassen uns aber auch so ein bisschen, kann das sein? Also, kann aber nicht wahr sein hier. Alter, du musst ja mal sterben. Mein Rad läuft so ein bisschen. Ich will aber zugeben. Den hätte ich auch gerne, den Feuer-Deadbeard. Den hätte ich auch gerne, der ist cool. Den würde ich auch gerne mal spielen, weil das ist ja das Pendant zu meiner Lieblingskaktier, nämlich der Feuer-Kaktier. Da würde ich mal gerne wissen, wie die so ist. Aber gerade läuft's jetzt, muss man sagen, jetzt läuft's gerade so ein bisschen. Und dann ZPG da hinschießen. Muss auf die Sniper hier achten. Ja. Bin böse. Ganz schön böse. Man muss natürlich auch erstmal die Spots jetzt kennenlernen, wo man am besten was reißen kann, ne? Ich bin das allererste Mal jetzt gerade hier und ich würde behaupten, dass das Spot jetzt nicht so schlecht ist, wo ich gerade stehe. Ich glaube, die Rose da vorne ist einfach, es ist der Oberhammer. Ich habe Schiss eigentlich gegen die Rose zu kämpfen, weil ich ganz genau weiß, dass sie mich wahrscheinlich mit 100%iger Sicherheit killen wird. Wenn es ein anständiger Spieler ist. Zumindest erwischt. Ah, die Zen-Kaktier ist auch ziemlich cool. Stopp, Schlampe. Bitch. So. Ja, schade eigentlich, dass ich so gut wie keine neuen Klassen zeige. Ne? Muss ich mal machen. So, ich zock viel zu viel alte Klassen. Ich muss mal die neuen Klassen zeigen. Es ist ja noch ein neues Let's Play hier, deshalb... Werden wir jetzt mal gerade auf diese neuen Dinge jetzt mal wechseln. Auf den neuen, hier, wie heißt der? Schlag mich tot da. Oh, nice. Der hat gut getroffen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Balancing eigentlich da nicht... Da ist... Hallo?
Wieso kann ich die Boni nicht beschwören? Was soll das denn? Auch so ein bisschen komisch, wenn du mich fragst. Manchmal. Ich wette, da kommt auf jeden Fall noch ein Patch raus. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass da ein Patch rauskommen wird. Mit Sicherheit. Drohne versus Drohne. Ich glaube, die andere ist gestorben. Echt der Oberhammer, wie stark die ist. Mal deinen Brunnenschlag hingeschmissen. Das bringt gerade was. Wir nehmen gerade ein, erfolgreich. Ah, schade. Okay, da wurde ich weggeholt mit der Drohne. Relativ schade. Oh, wir haben schon einen Teleporter sogar schon. Das ist aber nice. Wo komme ich denn jetzt raus? Das ist die Frage. Ich komme hier raus, okay. Haben wir den Garten nicht gerade eingenommen, den hier? What the fuck? Den Garten nicht gerade eingenommen. So ein bisschen verstehe ich das bei diesem Charakter auch nicht. Dass der so ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Der Schuss soll ja... Fliegen und dann am Einschlag und explodieren, glaube ich zumindest. Oder ist das so gewollt? Oh, mir fällt gerade auf, Moment, ich hab ja ein Loch in meinem Kopf drin, in meinem Helm. Ist es vielleicht so gewollt, dass die Hälfte der Schüsse daneben gehen soll? Dann kann ich mir auch nicht verstehen, ist auch ein bisschen dumm, oder? Hm. Wenn ihr da was Näheres wisst, Leute, lasst natürlich bitte Kommentare da, wenn ihr was wisst zu den Charakteren. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Weil ich will natürlich auch alles gerne wieder herausfinden. Schon wieder. Boah, wie schnell du tot bist. Da kannst du gar nicht drauf eingehen. So schnell bist du tot. Die Rose, die haut dich so um. Ich will nicht wissen, wie stark die ist, wenn die Waffenverbesserung drin hat. Das will ich gar nicht wissen, wie stark die denn ist. Da macht die ja bis zu 15 Schaden oder so bestimmt. Das ist ja völlig krank, wenn du mich fragst. Mal gerade in die Drohne. Lampe ist aber markiert. Die Biatch. Ah, fuck, den hab ich noch gekriegt, ey. Leider geht der Bug nicht mehr, oder was ist der Bug? Leider geht es nicht mehr, dass du, wenn die Drohne stirbt, du Schalt 2 drücken kannst, dass du den Drohnenanschlag setzt. Geht leider nicht mehr, finde ich persönlich recht schade. Aber, ja gut, es gibt Schlimmeres, sag ich mal, ne? Aber krass, guck mal hier, der Nebel, das ist auch cool gemacht, ne, der Nebel. Nicht schlecht. So, wir holen nochmal hier so einen Zombie. Jetzt sind trotzdem immer alles an Zombies, was geht. Nice, würde ich sagen. Ja, gute Schüsse hier. Aber du musst halt wirklich einmal ganz kurz warten, ne? Du darfst halt nicht so schnell schießen vielleicht mit der. Oh, Alter, guck dir das mal an. Wie schnell du tot bist. Krass. Es ist wirklich schwer auch zu sehen, finde ich. Im ersten Teil war das einfacher. Da war dieser Comic-Stil sehr hilfreich, weil da hast du sehr viele Effekte sehr schnell und sehr früh gesehen. Aber im neuen Teil ist das echt schwer zu sehen halt, ne? Das muss ich wirklich mal anmerken. Was nicht Schlechtes sein soll natürlich, ne? Ist klar, aber ich merke halt wirklich diese feinen kleinen Unterschiede. What the fuck? Okay. Das Ding ist auch geil, ne? Es haut auch richtig rein, ey, das Teil. Ja, shit. Ach, schade. Ja, ist halt wirklich so, ich glaube, dass das momentan noch so ein bisschen, ja, ich glaube, PopCap muss, glaube ich, auch erstmal ein bisschen lernen, wie die Klassen so zu spielen sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die das so lassen wollen. Weil ich habe mit den alten Klassen fast keine Chance gegen neue Klassen. So, das ist, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es so ein bisschen verkackt, ein bisschen verhurt, das Ganze. Das Gefühl. Oh, hier kann man gar nicht hoch. Ja, es ist das erste Mal auch, dass ich diese Map hier spiele. Allererste Mal. Und vielleicht mal jetzt gleich hier oben irgendwo in die Kanone reingehen. Wenn es irgendwie geht. So, hier schon wieder ein Zombie. Auf jeden Fall. Ich beschwöre das immer. Auch wenn ich nicht gerade wirklich viele habe.
Will ich auch gucken, wo hier auch Leute sein können. Das ist natürlich auch, jetzt muss man erstmal wirklich, wie gesagt, lernen, wo die Leute auch stehen können, ne? So, da ist wieder einer gestorben. Da ist eine Eisrose. Und... tot. Und sie hat mich sofort eingefroren. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer, ne? Das ist echt der Hammer, wie stark diese Rose ist, ey. Das ist so unglaublich. Ich bin jetzt markiert und ich sehe gar nichts mehr. Alter, jetzt tobt da so ein Sturm, ein Blizzard? Ernsthaft jetzt? Krass. Das war mal übel. Was, da tobt hier echt ein Sturm jetzt. Das ist ja krass. Wer hätte das gedacht? Feuerrose im Anmarsch. Müssen wir mal auf sie von hinten. Das ist auch noch so ein bisschen geil. Irgendwie erkennt man schwer oder sehr schwer die Drohne, finde ich. Erkennt man wirklich, finde ich, sehr, sehr schwer die Rose. Die Drohne. Schon wieder irgendwie explodiert mein Geschoss schon vorher. Und ich treffe auch irgendwie gerade nicht. Obwohl ich ihn zweimal quasi getroffen hatte, habe ich ihn nicht getroffen. Vielleicht ist es auch so gewollt. Ich weiß es wirklich nicht. Ist scheinbar ein ganz guter Ort, habe ich das Gefühl. Ich hier die Feuerrose an. Miese Funz. Es ist Wahnsinn, ne? Es ist der Hammer. 5 Life habe ich nur noch. Und die jetzt hier hin? Die will hier hin, oder? Kann das sein? Oh, hier oben, Kollege. Irgendwie trifft das Geschoss auch nicht. Das ist der Hammer. Ich treffe mit dem Kerl einfach nichts auch, ne? Das ist echt der Oberknaller, ist das. Ich treffe mit dem Kerl einfach nichts. Also irgendwie gefällt mir dieser Charakter hier nicht. Irgendwie gefällt mir dieser Charakter nicht. Ganz ehrlich. Sonst schon wieder. Das Geschoss trifft einfach nicht. Das ist der Obershit. Das ist echt der Obershit. Das Geschoss trifft einfach nicht. Das Gefühl, das explodiert irgendwie vorher. Das ist schon wieder. Das Gefühl, irgendwie das Geschoss explodiert schon vorher. Komm her. Das ist der Hammer, ne? Krass. Krass, krass, krass. Wieso explodiere ich eigentlich nicht sofort? Das ist der Hammer. Wieso explodiere ich nicht sofort, wenn ich da schon da bin? Krass, ey. Das ist echt der Shit. Ich hätte vielleicht auch hier im Nahkampf gehen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Wer weiß. Ah, den schaffen wir ein wenig, habe ich das Gefühl. Den Garten hier. Mal gerade nochmal vielleicht in die Drohne gehen. Also das Balancing ist sehr fragwürdig noch zur Zeit, finde ich. Das ist, finde ich, sehr, sehr fragwürdig hier, das ganze Balancing. Und ich bleibe hier einfach tatsächlich hängen. Mal gerade ja den Drohnenanschlag mal eben noch reinknallen. Wenn der irgendwie nichts bringt. Ich denke mal, ich bin im Ingenieur drin, ne? Das ist auch noch so ein Umdenken, was ich, glaube ich, brauche. Ah, behindert. Das verstehe ich auch nicht. Die Leute waren auch schon die ganze Zeit drin. Guck mal, da stehen sogar noch Leute drin. Kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, was ich davon noch halten soll. Momentan ist das Spiel noch nicht Premium. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Momentan ist das Spiel in meinen Augen noch nicht Premium genug. Vielleicht habe ich die falschen Klassen, das kann natürlich auch sein, natürlich. Aber so ein bisschen, ich weiß ja nicht. Guck mal, 38 Kills mit so einer Rose mal eben gemacht. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer.
Echt krass, echt krass. Naja, gut, dann würde ich erstmal sagen, das war's für heute. Das war die erste Runde. Ne, das war's für heute komplett. Das war die Folge von heute. Ich würde sagen, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Garden Warfare 2 wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.